Wasser, das Lebenselixier. Frisch und rein. Seit mehr als 600 Jahren schätzen die Menschen auf der Schwäbischen Alb dieses Geschenk der Natur, das wir seit Jahrhunderten für sie abfüllen. Göppinger Mineralwasser. Frisch vom Fuße der Schwäbischen Alb. Frisch auf Chefcoach Magnus Andersen gibt am Ende der sechswöchigen WM-Pause ganz klar die Richtung vor. Das erste Heimspiel gegen GWD Minden zum Bundesliga-Restart ist richtungsweisend für den Rest der Saison. Deshalb will der zweifache schwedische Handball-Weltmeister maximale Konzentration von seinen Jungs sehen. Am Mittwochabend um 20.15 Uhr in der EWS-Arena. Leistungsmäßig wollen und sollen Jens Schöngard und Co. an die beste Frischauf-Phase im bisherigen Saisonverlauf anknüpfen. Das waren die 4 siegreichen Bundesligaspiele in Serie Ende November bis Mitte Dezember. Mit ähnlich überzeugenden Leistungen wie damals sollte es klappen mit einem erfolgreichen Start ins Handballjahr 2017. Zu Hause gegen so eine Mannschaft mussten wir 2 Punkte bekommen. Das ist für uns unglaublich wichtig, aber das ist Sport und alles kann passieren. Wir müssen ganz konzentriert sein. Wir müssen auch besser spielen, als wir haben letzte Saison gemacht. Aber ich bin optimistisch. Ich finde auch im Dezembermonat, Ende November, Anfang Dezember, haben wir auch ein paar gute Spiele. Das denke ich funktioniert besser und besser auch in unserem Spiel und das kann man auch im Training sehen. Im Training glänzt übrigens auch der Coach selbst auf dem Spielfeld. Auch wenn Magnus Andersen dabei einen sehr, sehr fitten Eindruck hinterlässt, für die kommenden Spiele ist der 50-jährige Schwede keine Alternative mehr. Das müssen seine Jungs schon alleine richten. Allen voran Nationalspieler Jens Schöngard. Der Rückraumshooter darf sich gerne den Frust der Nichtnominierung für die WM-Endrunde von der Seele schießen. Der Linkshänder hat es zwar in den erweiterten 18er-Kader geschafft, kurz vor dem Abflug nach Frankreich hat der 2,3 Meter Hühne dann allerdings leider den Abflug aus dem WM-Kader gemacht. Das ist immer toll, denke ich, wenn man dabei ist, die Nationalmannschaft. Aber für Jens war es auch eine riesen Enttäuschung. Er hat nach 11, 12 Tagen ganz hart trainiert, diese Entscheidung bekommen, dass er nicht dabei ist. So klar, er hat ein paar Wochen extra Pause bekommen da später, aber ich denke, er kommt mit viel Revanche und wir müssen alle da sagen, dass wir haben eine falsche Entscheidung getroffen. Möglichst wenig falsche Entscheidungen wollen die Frischauf-Herren am Mittwochabend gegen Minden im Torabschluss treffen. Die 2 Auswärtsniederlagen vor der WM-Pause sitzen den Grün-Weißen schon noch in den Gliedern. Vor allem die deftige 23:31 Schlappe bei Hannover-Burgdorf hat noch deutliche Spuren hinterlassen und gilt es vergessen zu machen. Wir sind auch unglaublich enttäuscht über unser Spiel gegen Hannover. Wir haben 3-mal gegen Hannover und fast mit 30 Toren verloren. Das ist unglaublich schwach von unserer Seite. Aber das ist auch Vergangenheit. Jetzt kommt ein neues Spiel und ein anderes Gegner. Und wir können nur konzentriert weiter trainieren. Und dann hoffe ich auch, dass unsere Mannschaft, dass wir haben einen kleinen Schritt gemacht in die richtige Richtung. Falsch wäre es sicherlich, Jens Schöngard statt auf den Rückraum rechts ins Tor zu stellen. Dort glänzt das Kraftpaket beim Warm-up-Kick eher weniger. Das Fußballmatch ist aber zum Glück ja nur der unwichtige Teil des Trainings. Ansonsten war die Mini-Vorbereitung in der WM-Pause unter anderem mit dem 30:27 Testspielsieg gegen den ukrainischen Meister und Champions League-Teilnehmer Motor Zaporozhye ein echter Volltreffer. Mit dieser Vorbereitung bin ich sehr, sehr zufrieden. Wir haben eine kleine Trainingslage gemacht. Etwas anderes als letztes Jahr haben wir etwas mehr Physik. Jetzt haben wir in dieser Trainingslage viel Handball gespielt und diese Saison hat nicht so geklappt, was wir haben uns vorgestellt und darum muss wir etwas mehr trainieren. Aber ich bin zufrieden, wir haben gut trainiert und wir haben hier ein Freundschaftsspiel ein paar und nicht so schlecht gespielt, finde ich. Wir sind bereit. Und wir von der Vilstalwelle sind es natürlich auch. Am Mittwoch dürfen wir als Medienpartner auch dieses Spiel live auf frischauf-gp.de streamen. Für alle, die in der EWS-Arena nicht dabei sein können, ist das ab 20.15 Uhr die perfekte Alternative.